Guten Tag, ich möchte Ihnen heute die Gruppe der École Centrale vorstellen, ein Zusammenschluss aus 5 Ingenieurshochschulen in Frankreich. Die 5 Ingenieurshochschulen sind die Centrale Lille im Norden von Frankreich, Centrale Supélec in Paris mit 2 Campussen, einer in Metz und noch einer in Rennes, Centrale Nantes im Westen von Frankreich, Centrale Lyon in Lyon und Centrale Marseille am Mittelmeer. Dazu kommen noch 4 Offshore-Campusse, einer in Peking, einer in Hyderabad in Indien, einer in Casablanca in Marokko und schließlich in Mauritius. Die École Centrale bietet hierbei eine allgemeinbildende Ingenieursausbildung an. Wir sprechen auf Französisch auch vom Ingenieur Generalist, im Gegensatz zum spezialisierenden Studium in Deutschland. Die Idee dahinter ist, dass die meisten heutigen Probleme nicht nur ein Feld berühren, sondern ein komplexes Zusammenspiel sind und daher eigentlich alle Ingenieursdisziplinen involviert sind. Dementsprechend muss der Ingenieur des 21. Jahrhunderts kreativ sein, breite technische und natürlich auch wissenschaftliche Kenntnisse haben, darüber hinaus aber auch soziale Kompetenzen wie Menschenführung und Teamfähigkeit besitzen. Auch und insbesondere in einem zunehmenden internationalen Arbeitsumfeld. Wir formen somit die Führungskräfte für das Management, aber auch für operative Probleme in der Industrie. Zusammengenommen repräsentieren die 5 Ingenieurshochschulen ca. 7000 Studierende, davon ein Fünftel aus internationalen Kooperationen. Ein Großteil davon stammt aus unseren über 130 Partneruniversitäten weltweit. Die Betreuung durch die über 600 Lehrenden ist sehr eng. Ein Großteil davon forscht darüber hinaus in einer der 33 Forschungsgruppen, die über 1000 Doktoranden beherbergen. Sowohl Forschung als auch Ausbildung sind in enger Kooperation mit industriellen Partnern. Wie kann man sich schließlich den Ingenieur Generalist vorstellen? Er ist wie ein Orchesterleiter, wie ein Dirigent. Er spielt verschiedene Instrumente. Er versteht komplexe Musikstücke, kann verschiedene Stile inszenieren, Oper, aber auch Sinfonien. Und vor allem, er sorgt dafür, dass alle Musiker richtig zusammenspielen. Er kann sowohl ein ganz kleines Quartett leiten, aber auch eine Kammermusik, ein Kammerorchester, aber genauso gut ein Symphonieorchester. Das ist unsere Vision von einem Ingenieur Centralien. Dank dieser sehr breiten Ausbildung kommen unsere Absolventen in sämtlichen Bereichen unter. In der Informatik, in der Chemie, aber natürlich auch zum Beispiel in der Aeronautik und in der Automobilindustrie. Unsere Absolventen sind somit in den bekanntesten Großunternehmen aller verschiedenen Sektoren zu finden und stellen dank eines sehr gepflegten Alumni-Netzwerkes eine ideale Eintrittskarte für die studienbegleitenden Pflichtpraktika dar. Das Bildungssystem der Ingenieurshochschulen in Frankreich unterscheidet sich sehr grundlegend von jenen in den anderen Ländern. Nach dem Abitur bereiten sich die Studierenden 2 Jahre auf das Eingangsexamen der Ingenieurshochschulen vor, die sogenannten Classe Préparatoire. Nach erfolgreicher Aufnahme folgen 2 Jahre allgemeinbildender Ingenieursausbildung, gefolgt von 1 Jahr Spezialisierung. Es gibt dabei kein Zwischenexamen oder einen Abschluss vergleichbar mit einem Bachelor. Aufgrund des Eingangsexamens ist die Zulassung zu den Ingenieurshochschulen somit selektiv, wie man auch aus dem folgenden Schema erkennen kann. Von einem Abi-Jahrgang von ca. 600.000 Studierenden fangen nur ca. 25.000 Studierenden in einer Vorbereitungsklasse an. Nach der landesweiten Zulassungsprüfung kommen dann ca. 2.200 Studierende an eine der 5 École Centrale. Dieses System hat eine große Anzahl von sehr erfolgreichen Führungspersönlichkeiten hervorgebracht, wie Sie auf dieser Folie sehen können. Wie können Sie sich jetzt für Sie das Doppeldiplom vorstellen? Auf der rechten Seite sehen Sie einen normalen Studienablauf für einen deutschen Masterstudiengang. Auf der linken Seite sehen Sie jeden für einen französischen Ingenieursstudiengang. Das Doppeldiplom ist dabei eine Kombination 2 plus 2 plus 2. Nach 2 Jahren in Ihrem deutschen Bachelor kommen Sie für 2 Jahre an eine der 5 École Centrale. Danach gehen Sie zurück für 2 Jahre in Ihren deutschen Master.
Nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Masterarbeit bekommen Sie sowohl Ihren Master von Ihrer deutschen Heimatuniversität als auch das Ingenieursdiplom von Ihrer französischen École Centrale. Neben diesem klassischen Modell bieten wir je nach Partner auch ein 4+4 Modell an. In jedem Fall, wie Sie vielleicht richtig bemerkt haben, verlängert sich Ihre Studienzeit um ein Jahr. Und was lernen Sie schließlich an der École Centrale? Na, wie Sie gesehen haben, die ersten 2 Jahre sind allgemein ausbildend und in der zweiten Hälfte vom zweiten Jahr auch ein bisschen spezialisierend. Allgemeinbildend soll bedeuten, Sie lernen von allem etwas. Mathematik, Physik, sämtliche Ingenieurswissenschaften, Elektrotechnik, Mechanik, Informatik, Materialwissenschaften und darüber hinaus auch Soziologie, Philosophie, Wirtschaft und Sprachen. In den Spezialisierungen finden Sie je nach Standort angewandte Mathematik, Informatik, Mechanik, Prozesstechnik, immer in engem Zusammenwirken mit den Forschungsgruppen am jeweiligen Standort und seiner spezifischen Ausrüstung, wie zum Beispiel dem Wellentank in Nantes, den Rheinräumen in Lille oder dem Windtunnel in Lyon. Natürlich darf bei all dem Lernen auch die Freizeit nicht zu kurz kommen. Die École Centrale sind berühmt für ihre Studierendenvereine. Je nach Vorliebe findet jeder Studierende einen passenden Verein für sich und wird dadurch perfekt in die Studierendengemeinschaft integriert. Bei der Integration hilft natürlich auch insbesondere, dass fast alle Studierenden der École Centrale auf dem Campus zusammenwohnen und in denselben Wohnheimen untergebracht sind. Fassen wir zusammen. An der École Centrale bieten wir Ihnen eine allgemeinbildende Ingenieursausbildung an, um Sie auf die Probleme, die komplexen Probleme des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Neben den klassischen Ingenieursdisziplinen trainieren Sie auch Ihre sozialen Kompetenzen und lernen neue Sprachen. Sie profitieren von unserem Alumni-Netzwerk und lernen Ihr späteres Berufsumfeld im Rahmen von Praktika kennen. Unsere Ausbildung ermöglicht Ihnen somit eine hervorragende Karriere in sämtlichen Bereichen. Willkommen in Frankreich! Wenn Sie nähere Informationen zu einem unserer 5 Standorte haben möchten, dann kontaktieren Sie bitte direkt die entsprechenden Korrespondenten. Sonja Becker für Lyon, Berthe Manzanti für Centrale-Supélec, Aurélien Zérandour für Nantes, Fabian Anselm für Marseille und Benjamin Catrugnoc für Centrale-Lille.